Straße organisieren sich und kämpfen für ihre Rechte. Aber es Immobilienkonzerne enteignen geht. Gute Bildung für alle durchsetzen. Ohne eine Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Krise. Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Genau richtig. Verbesserungen müssen erkämpft und verteidigt werden durch die Arbeiterklasse, durch uns. Die zentrale Kampagne hier in Berlin ist aktuell Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da wird der Klassenkampf gerade ein bisschen konkreter. Der Mietendeckel, dass der gekippt wurde, hat gezeigt, dass die Bourgeoisie, dass die Kapitalistinnenklasse, dass sie auch nicht schläft. Das war Klassenjustiz. Deshalb ist es super, dass heute hier so viele im Enteignungsplatz dabei sind. Ich bin als Lehrer auch Teil der Arbeiterklasse. Und wenn Deutsche Wohnen und Co. enteignen durchkommt, dann verschiebt das die Kräfteverhältnisse ein kleines bisschen in unsere Richtung. Und auch die politische Debatte. Es gibt inzwischen in Umfragen Mehrheiten für Enteignungen. Stellt euch das mal vor 3 Jahren hätte es noch keiner gedacht. Und das stärkt auch die Kämpfe um Bildung, um Gesundheit und in anderen sozialen Bereichen. Wir wollen keine Profite für Schulbuchverlage, für Krankenhauskonzerne und für Pharma-Riesen, sondern wir wollen bedarfsorientierte Personalausstattung in den Schulen, rekommunalisierte Krankenhäuser und Freigabe der Impfpatente. Aber nicht nur öffentliche Aufgaben. Wasser, Energie, Transport müssen dem Profitsystem entzogen werden, sondern auch Autokonzerne, Fluggesellschaften und so weiter. Ich bin dafür, wie bestimmt hier ganz viele, den Kapitalismus mit seiner zerstörerischen Konkurrenz durch eine demokratische, sozialistische Gesellschaft zu ersetzen. Und der Volksentscheid macht die Tür dahin einen Spaltpfad auf. Wer kann, soll sich organisieren, aktivieren in Mieterinis, in Kiez, bei den Sammeltiers mitmachen, sprecht die Leute mit den Besten an. Aber selbst wenn es durchkommt am Wahltag, dann wird uns nichts geschenkt, sondern die nächste Berliner Koalition wird versuchen, es auszusitzen. Darum solltet ihr heute auch schon anfangen, euch zu organisieren. Manche von euch sind bestimmt auch schon organisiert. Ich bin zum Beispiel in meiner Gewerkschaft, der GEW, ich bin in der Linken, ich kämpfe dafür einen sozialistischen Kurs. Ich bin deswegen auch in meiner Organisation, Sozialistischen Alternative SAV, weil wir eine internationale und marxistische Organisation brauchen. Konzerne wie Amazon wollten weltweit aus. Meine US-Genossinnen waren gerade beim Versuch dabei, in Bessem einen Betriebsrat zu gründen. Diesmal hat es Amazon noch geschafft, Gewerkschaftsrechte mit Füßen zu treten. Aber seit einigen Jahren wehren sich Arbeiterinnen und Arbeiter bei Amazon hier in Deutschland und weltweit. Und es werden immer mehr Betriebsrätinnen. Nochmal ein Aufruf, wer hier noch nicht organisiert ist, sprecht einfach die verschiedenen Leute an. Join the struggle, solidarity!